Was geht ab, meine Freunde? Und damit herzlich willkommen zum zweiten Part meiner Rechte für dieses Jahr Silvester 2016-2017. Und ja, wir beginnen mal wieder mit einem etwas kleineren Paket. Dann steigern wir uns wieder. Es gibt noch ein paar große. Und das geht ziemlich schnell, denn wir haben hier nicht viel. Wir haben hier noch eine einzelne Leslie Gold Batterie. Für 2-3 Euro kostet die ja. Eine Panda Crash, sehr schöne Batterie. Und noch zweimal, wie man hier so schön sehen kann, die Kissed by Fire von Leslie. 15 Schuss, schönes Kaliber und schöne Prokatkronen hat die, einen schönen Aufstieg. Eine Top-Batterie, kann ich nur empfehlen. Und werde ich auf jeden Fall auch mit nach Kralmüritz nehmen. Und ja, würde ich sagen, ab zur zweiten Kiste für diesen Part. So, nächste Kiste war ziemlich schwer. Ich bin gespannt, was drin ist. Ah, okay, war ja klar. Böller. Böller sind immer mit am schwersten eigentlich. Mit Batterien. Und ja, schauen wir, was hier so drin ist. Wir haben hier eine Menge verschiedenster Böllerarten. Wir haben hier die Fire Event Böller, Roter Corsair und Silver Pirate. Kam schon ein Vergleich. Reiber. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles auspacken soll, weil es ist auch sehr viel Kleinzeugs. Knallerbox angefangen. Wird natürlich noch ein Video drüber kommen. Seid ihr ja gewohnt. Dann haben wir hier noch eine Thunderkong Knallrakete von Leslie aus dem Powerpack. Und ihr seht es, ganz viele angebrochene Böller-Sets auch, die ich da halt an Silvester verfilmt habe. Pyro-Pack zum Beispiel noch von Nico. Hier haben wir noch ein paar Bombenröhrchen. Da unten sind noch die Vico Flashbangs, die es beim Lidl gab letztes Jahr. Ganz schlechte Kanonenschläge von Vico. Hier unten haben wir noch das Blazing Strike. Ja, dreimal haben wir das noch. Und wir haben hier nochmal das Tsune Hunan Set. Nochmal. Dann hier unten wahrscheinlich nochmal Breakout von Nico. Und ganz viele Reiber von Nico. Wie Balloons immer so schön sagt. Sind einfach die stärksten Reiber, die wir zu kaufen bekommen. Und deswegen an Silvester ganz viele Packungen gesichert für die nächsten Silvesterjahre. Hier noch ein paar schöne Frösche von Nico im Blister. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Kiste. So, Freunde, wenn wir schon bei Böller gerade waren, können wir nochmal diese Schinken hier abklappern, die hier noch auf diesem Karton da unten lagen. Wir haben hier den Fox D-Böller Schinken. Richtig gute Böller, werde ich mir glaube ich dieses Jahr nochmal einen bestellen, auch wenn ich schon einen Schinken habe, aber die sind unglaublich laut. Dann Pyrocracker von Nico, Panda, sorry, noch voll, eigentlich fast alles hier noch voll. Booster D, der ist nicht mehr so voll, halb voll, aus der guten 2013er Charge. Dann haben wir hier China Böller D von Leslie, fast voll. Dann haben wir hier noch eine Chain Gun von Vico. China Cracker von Diamond. Darunter nochmal zugeschweißt von Panda. Hier nochmal ein D-Schinken von Panda mit dem normalen Logo. Voll. Und noch ein China Böller D-Schinken von Nico mit dem Drachencover. Wo jetzt gerade leider kein Cover zu sehen ist. Na geil. Hier. Schöne Nico Böller und die fetzen auf jeden Fall ordentlich. Und hier, man sieht auch 11,2 Gramm, das sind diese Böller mit der hohen NEM. 2013 glaube ich war diese Charge. Heftige Böller auf jeden Fall. So, und jetzt genug von Böller, kommen wir mal zur nächsten Kiste. Wir haben noch ein paar. So, jetzt mal keine Kiste, sondern eine Tüte. Schöne Kellerfeuerwerktüte. Da haben wir von Böllertouren die Reste drin. Golden Knight, Goldsplitter Raketen haben wir hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ich denke eher nicht so. Einen Moment mal kurz. So, ich denke, das kann man jetzt etwas besser erkennen.
was hier alles so drin ist. Wir haben hier letzten Shocks, alte feiste Feuerkreise, ganz viele einzelne Böller haben wir hier noch enthalten, ein Ninja Quirker Böller Set, verschiedenste Böller und ja, da hinten noch ein paar Frösche. Kommen wir, denke ich, zur nächsten Kiste. Sehr schwer zu filmen hier das Ganze. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Kiste. Wieder eine Böllerkiste, die unglaublich schwer ist. Und machen wir sie mal auf. Ist die Kiste von Pyroland damals, wo ich mal bestellt habe. Und ja, dann fangen wir mal an. Und zwar haben wir hier Kubis von Weko. Müsste 2014er Charge sein. Wir haben hier noch Nico Flashbangs. Dann Leslie Deböller. Komet Deböller, wir gucken noch mal rein. Ah, da sind sogar noch ein paar Panda Deböller drin, aber sonst eigentlich nur Komet. Bisschen mehr als halb voll der Schinken. Dann haben wir China Knaller von Keller. Keine Ahnung, habe ich mir damals mal bestellt. Weiß nicht wieso. Tuna China Böller D-Schinken von Diamond. Zugestopfte Charge. Zugestopfte Charge Super 2. 13-14 habe ich hier noch drauf geschrieben. Ich schreibe mir das gerne mal auf. Auf der unteren Seite des Schinkens, von wann die Böller immer sind. Wir haben hier einen fast vollen China Böller C-Schinken von Keller. Und die sind sogar noch zugestopft. Dürften jetzt nicht so alt sein, aber schon ein bisschen. Ist ja aktuelles Logo und so alles drauf, deswegen jetzt nichts so Besonderes. Haben wir ein paar Frösche am Start, ältere vom Keller. Hier hinten noch Thunder Kong Max, Bombenrohre. Ein Packet Cracker Schinken da hinten hier noch. Und dann haben wir hier noch angebrochene Böller Sets von Keller, ältere Böller. Nochmal super Knallvergnügen. Nochmal China Böller D-Schinken da unten. Nico Flashbangs. Dann nochmal Thunder Kong Max. Ah ne, das waren die, glaube ich. Oder ich weiß es nicht. Dann China Böller D von Weko mit dem Corsair Cover. Aber leider doch die aktuellen, die nicht zugestopft sind. Hatte ich mir damals anderes erhofft. Und noch einen vollen China Böller D-Schinken von Komet. Einfach viel zu viel Böller. Ich muss die irgendwie mal loswerden. Und ja, Freunde, sehen wir uns zur nächsten Kiste. So, jetzt aber die nächste Kiste. Scheint nach einer Batteriekiste zu sein. Sind aber teilweise Böller enthalten, sehe ich gerade. Keine Ahnung, was die da zu suchen haben. Super Böller 2 von Diamond. 8 Päckchen insgesamt. So, jetzt aber Batterien. Wir haben hier die Alligator von Keller. Was von Keller? Von Weko, sorry. Sorry, ich bin ein bisschen erschöpft bzw. gestresst. Richtig viel Arbeit hier alles rauszukramen und so weiter. Mein Rücken brennt schon wie Sau. Die Bloody Mary noch von Weko. Kennt eigentlich auch jeder. Dann haben wir hier noch Flashbangs. 3 Packungen insgesamt noch. Und 4-mal die. Müsste Mephisto's Fire sein, glaube ich. Ja, die Mephisto's Fire nochmal 4-mal dabei. So, ab zur nächsten Kiste. So, meine lieben Freunde, nächste Kiste. Und zwar, es war die VE Reno, die ich mir an Silvester gekauft habe. Und 4 Stück sind schon verballert worden. Und ja, das heißt, 8 Stück müssten noch drin sein. Jo, 8 Stück. Kommen wir fix zur nächsten Kiste. So, mal wieder eine richtig fette Kiste. Da hinten ist sogar nochmal genauso eine große Kiste. Und ja, leider Gottes feststellen müssen, schon wieder Böller. Das ist echt extrem, muss ich selber sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so viele Böller übrig habe. Wir haben hier verschiedene Sortimente, Booster-Sortiment, Crazy Dynamite Böllerkette, packe ich mir gleich weg für 3 Müritz. So, dann angefangene Sortimente, die ich verfilmt hatte. Hier fällt schon alles raus. Ältere Kellerböller, wahrscheinlich Super Knallvergnügen oder sowas gewesen.
angefangenes Weko-Sortiment. Nichts Besonderes. Hier unten nochmal einen geschweißten Pyro-Cracker-Schinken von Panda. Eine Chain-Gun von Weko nochmal. Hier hinten einen vollen China-Cracker-Schinken von Komet. Boah. Dann noch verschiedene Knallketten. Nochmal Blazing Strike von Keller. Booster B Schinken. Müsste glaube ich auch noch voll sein. Jo, so ist es. Also echt, ich habe viel zu viel Böller. Ich muss echt mal eine Massenvernichtung starten. Muss ich selber mal zugeben. So, dann nochmal einzelne Böller-Päckchen. Hier haben wir Big Booster und nochmal Keller Super Böller 1 und so weiter. Dann haben wir hier noch eine 200er Matte von Pyro Art und da hinten nochmal ein Corsair Schinken von Seco. Können den ja auch nochmal kurz rausholen. Ich weiß gar nicht, wo habe ich denn den gekauft? Vielleicht weiß es einer von euch. Ich habe keine Ahnung. Mit dem Corsair Cover. Ah, den habe ich im Kaufland gekauft. Jetzt fällt es mir ein. Dieses Jahr. Vielleicht wusste es ja einer von euch vor mir. So, Freunde. Das war's jetzt mit dieser fetten Kiste. Es kommen noch, glaube ich, zwei Kisten oder so. Eine darunter ist nochmal genauso fett. Bis gleich. Freunde, bevor ich es vergesse, hier unten war ja noch eine Kiste. Und zwar ist das eine Mischkiste von Böllern. Beziehungsweise hier sind noch zwei abgebrochene Diamond-Raketen, die sind mir abgebrochen. Eine, ja, wie gesagt, Mischkiste nur mit Böllern. Ich kann auch mal rankommen. Voller Zeugs. Hier noch ein bisschen Diamond-Kram. Knallerbsen und so. Jede Menge Scheiß fliegt hier rum. Und ja, dann würde ich sagen, nächste Kiste jetzt. So, Freunde, ich habe mich vertan gehabt. Diese Kiste, die ich gemeint hatte, die große, die hatten wir schon abgefilmt. Jetzt nur noch diese Kiste und dann sind wir auch schon durch. Wir haben hier meine Raritätenkiste, meine kleine. Ich habe nicht viel Raritäten und auch jetzt nichts Besonderes. Nur ein paar ältere Böller und auch ein bisschen Cut 1 dabei, Luftheuler oder so. Ein paar sind noch unten drin. Hier schöne D-Kanonenschläge von Mokniko, Hardsack-Knaller, Super Quickers, da unten Bopi-Böller. Also jetzt nichts Besonderes. Corsair, die sind zwar noch zugestopft und alles, aber sind jetzt nichts Besonderes. Und ja, hier unten in der Kiste hier haben wir noch ein paar Sachen, und zwar dreimal die Reno in der 2013er Charge, müsste das sein. Dann haben wir hier noch einmal die Panda Crash. Ups, fällt sie mir fast aus der Hand. Dreimal Lady Cracker Matten haben wir hier noch, 400er von Weko. Dann haben wir noch einmal die Bloody Mary, auch ältere Version. Und Alligator von Weko nochmal, 2014er Charge habe ich drauf geschrieben. So, Freunde, das war's mit diesem Reste-Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich bringe jetzt alles wieder zurück ins Lager und war ein hoher Aufwand, mehrere Stunden. Jetzt noch alles zurückräumen. Und okay. So, dann sehen wir uns im nächsten Video wahrscheinlich. Tests werden, wie gesagt, folgen. Lasst mir ein Like oder ein Abo da. Wäre sehr hilfreich und unterstützend. Und damit danke ich euch fürs Zuschauen des zweiten Parts meiner Reste für dieses Jahr. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Freunde.